Neue Kirchenchefin im Amt. Ein halbes Jahr nach ihrer Wahl trat Ulrike Weyer gestern ihr neues Amt als Superintendentin an. Die gebürtige Dresdnerin ist nun Chefin von über 30 Pfarrern im Raum Plauen, Reichenbach und Bad Elster. Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Plauener St.-Johanneskirche stellte Landesbischof Jochen Bohl die 41-Jährige dem Kirchenbezirk offiziell vor. Er war es auch, der sie ermutigte, sich für das Amt zu bewerben. Die ehemalige Pfarrerin des Kirchspiels Zornzig im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz tritt in die Fußstapfen von Matthias Bartsch, der letztes Jahr in ein Pfarramt im Kirchenbezirk Meißen-Großenhain wechselte.